Ja, wie versprochen. Wie versprochen. 19 Uhr, wir fangen direkt an. Mit, wer hätte es gedacht, Folge 6 aus der Produktionsreihe Let's Show Sifcraft. Ja, ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, dass wir mittlerweile ja eine eigene Capital haben. Dazu haben wir auch noch passend dann schon mal eine Bank gebaut und ein bisschen Geld verdient. Wir haben über Nacht quasi die Technologie Mining erforscht. Das heißt, wir können dann jetzt gleich die Trommel bauen. Die Trommel funktioniert nicht anders wie ein großer, ja, eine große Geldwäsche, hätte ich jetzt mal gesagt, so eine große Goldwaschanlage ist das. Und ja, ich würde mal sagen, wir steigen auch direkt ein. Ich will euch gar nicht so lange auf die, ne, Folter spannen, wie man so schön sagt. Da sind wir nämlich in unserer Capital. Und wir müssten Buildlist die Trommel drinne haben. Genau, die Trommel für 5000. So, wenn wir jetzt mal eben hier schauen. Ja, Town Info. In der Town Info, ja, 6000 haben wir drinne. Wir werden wahrscheinlich wieder einen Plot zukaufen müssen. Gehen wir mal fix gucken, wie sich das verhält. Und hallo Schubi! Wünsche einen angenehmen Abend. Ja, wenn du möchtest, könntest du dazukommen, ist ein weiterer Weg, aber wir sind in der Vorbereitung hier, ne? Sieht ja gut aus. Also es wird sich lohnen. So, wenn ich hier hingehe, genau, Wildernis, und das hier müsste auch Wildernis sein. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier jetzt slash town claim, ja, town kann man abkürzen, ein T reicht. Er ist zu fertig vom Wochenende. Ja, aber zugucken ist doch auch schon mal. Das könntest du ja auch erstmal. So, dann bauen wir hier nämlich die Trommel direkt neben T slash. Moment, T für town muss, glaube ich, noch vorweg. Nein, nur Bild. Bild, Trommel. Und dann stehen wir da genau drinnen, wo sie hin soll. Genau, wenn wir jetzt mal Yes sagen. Ah, er meckert noch nicht mehr. Wir können sie hier direkt hinbauen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist praktisch. Das passt. Bindet da auch direkt dran. Ist die denn sauber drinne im Chunk? Ja, doch. Doch, die passt. Ja. Seht ihr, so einfach geht's. Jetzt baut sich die Trommel auf, dauert nur noch ein bisschen. Was schreibt er? Nee, heute mache ich nicht mehr. Die Woche dann vielleicht. Ich habe schon genug gezockt. Ja, ist doch schick. Was hast du denn gespielt? Wenn du uns das verraten magst. Es würde mich nämlich interessieren, was du jetzt übers Wochenende gemacht hast. Was gab's denn da Schönes? So, machen wir noch ein bisschen Geld. Das brauchen wir ja auch, weil bis die Trommel fertig ist, das dauert ja jetzt im Moment. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie lange das ungefähr dauert. Ich kann mir das ja ausrechnen. Bildlist Trommel steht noch drinne. Unlimited können wir davon bauen. 800 Hammers. Oh, in der Stunde fertig. 900 Hammers haben wir ja. Das ist cool. Dann haben wir irgendein Event. Event Show. No current event. Können wir denn eins activaten?
Auch nicht. Es gibt im Augenblick nichts. GTA 5 online. Ja, klar. Ja, warum auch nicht? Ne? Kann man ja auch machen. Und dann wahrscheinlich auf Konsole, oder? Stimmt, auf Konsole. Für PC ist es ja noch nicht da, wenn ich alles richtig mitbekommen habe. So, Trommel ist jetzt sogar schon zu 10% fertig. Ja, dann schaue ich mal ein bisschen umbauen, ne? Ein paar Wege hier dran kriegen. Geht ja gleich, nachdem wir die Trommel haben, weil dann kommt der Kies raus und ich baue ganz kleine Kieswege hier in Civcraft. Bis dahin schaue ich nochmal auf dieser Seite hier. Hier haben wir auch noch nicht viel terraformt, oder? Hier haben wir auch noch nicht, aber hier wäre das auch deutlich einfacher, dann eine Ebene einzuziehen. Dann würde ich auf der Seite wohl später dann die Cottages bauen, wenn wir soweit sind. Haben wir denn noch was in der Civ drinne? Civ-Info. Ne, der Tresor ist leer. Wir haben knapp 500 Forscher dazu. Ja gut, das ist natürlich. Ist so. Ah, das ist gut. Wenn du dein Minecraft flüssig bekommen hast, ich würde mich freuen, wenn ich mit dir zusammen wieder Civcraft spielen kann. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Das wär ganz praktisch. Also ich würde es begrüßen. Kannst dir sicher sein, dass ich mich darüber freue, wenn wir zusammen wieder Civcraft spielen können. Ach, eine Schaufel habe ich ja auch noch. Na, siehst du. Ich kriege ein Platinum fürs Craften. Ja, schön, nur kann ich das leider nirgendwo abrufen. Oh, war ja, das weiß ich auch nicht, ob das mit der Xbox zusammen kombinierbar ist zu meinem oder generell zu der PC-Version. Das weiß ich auch nicht. Aber auch das lässt sich ja ausprobieren. Behaupte ich jetzt einfach. Das lässt sich ja ausprobieren. So, dieser komische Erdhügel soll auch weg. Den Terraform wird's auch erstmal auf Seite. Die kleineren Sachen können wir jetzt machen, um die Zeit zu überbrücken. Bis die Trommel fertig ist. Es geht ja relativ zügig. Wie gesagt, mit knapp einer Stunde ist das dann fertig. Ja, Minecraft ist mittlerweile auf die PlayStation 3 draußen. Das ist vollkommen richtig. Aber auch da weiß ich halt nicht, ob die Serverliste mit dem übereinstimmt, was hier ist und auf welcher Version man spielt und wie man das ausübt. Weil ich selber bin, ja, kein PlayStation-Kind. Ich bin eher so ein Nintendo-Kind. Und für Nintendo gibt's das leider noch nicht. Oh, da hinten hat sich ein Schwein und ein Schaf gegrillt. Und da hat sich nur das Schaf gegrillt und deswegen nicht die Wolle. Ich hab das eben nicht gesehen, weil es am Brennen war. Na, war nur ein Schaf. Naja. Ist dann so, ne? War dann halt ein Schaf. Schade, dass das noch keine Version 1.8 ist und wir auf jeden Fall gebratener Hammel dabei rumgekommen. Aber ja, können ja nicht alles haben. Das ist halt, ist dann halt so. Und da klingelt das Handy auch schon wieder Sturm hier, siehst du. DS, ah ja, ich habe ein 3DS. Ich habe den Nintendo 3DS und die Zelda-Spiele. Ich bin so ein Nintendo-Zelda-Freak, ist nun mal so. Hyrule Warriors habe ich jetzt einmal durchgerusht. Da muss ich jetzt aber den Rest noch fertig machen. Da fehlen mir noch so ein paar Herzteile und ein paar andere Sachen. Und dann will ich den Abenteuermodus durchsuchen.
Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Definitiv. Und mit Mario Kart ärgere ich mich gerade rum. Wenn ich mal nebenbei, wenn man nicht am Stream bin, dann setze ich mich hin und spiele ein bisschen Mario Kart 8. Sind auch interessante Strecken bei, macht wirklich Spaß. Vor allem mit dem Wii U Tab, das macht echt Laune. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht, mir Monster Hunter zu holen, weil man das ja mit ein paar Kumpels zusammen spielen kann, dann im Online-Modus, wäre auf jeden Fall auch interessant. Für nebenbei und zwischendurch. Finde ich, ist das eigentlich eine echt coole Idee. Muss man ja so sagen. Sah auch von der Optik her erstmal gar nicht so unansprechend aus. Ja, wenn du mit mir schnacken willst, warte, dann ziehe ich dich da eben mit zu. Ist ja kein Problem. Musst einfach nur bei uns draufkommen, dann hole ich dich mit rein in den Channel. Ich habe mich extra abgekapselt, damit ich meine Ruhe habe. So, dann machen wir das hier gleich erstmal schick. So, im Gegensatz zu vorher kann sich das jetzt eher sehen lassen. Die Ecke soll zwar auch noch raus, aber das ist so schon deutlich angenehmer. Wieder nun. Kleingeld. Wo ist das denn? Da wächst Gras unten drunter. Das ist ja auch neu. Da ist er, ein Schubi. Guten Abend. Hallo, hallo. Na? Ach so. Ist schon lustig, Twitch auf dem Handy zu haben. Ist was Nettes, ne? Wenn es läuft, ist noch besser. Und mein Internet ist trotzdem wieder langsam. Da leckt Twitch ein bisschen. Ja. Solange du alles mitkriegst, ist ja alles gut. Ja, so nebenbei. Manchmal muss ich so ausmachen, dass alles gucken. Oh ja, Swiftcraft könnte man mal wieder spielen. Könnte man mal wieder spielen, ne? Mhm. Muss mal gucken, ich hab wieder zu ihnen gekommen, jetzt am Wochenende mal zu gucken, warum es so scheiße läuft. Warum zu Hause? Also, hauptsächlich mit Kumpels hocken. Hab PlayStation und Fernseher mitgehabt. Ja. So, die Treppe erstmal umgebaut. Hat jemand abonniert? Das habe ich genau gehört. Wer war das denn? Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Aber ich sehe das ja gleich. Ich sehe es ja gleich. War, glaube ich. Weil ich habe irgendwie zwei Accounts auf Twitch. Einen auf dem PC und einen auf dem Handy. Ja, der Schubi01 hat jetzt
Juhu! Er hat's abonniert! Er hat's geschafft! Juhu, ich habe dich jetzt zweimal abonniert. Er hat mich jetzt zweimal abonniert. Er ist in die Abo-Falle getappt. Mist. Ja, jetzt kriegst du immer E-Mails, wenn ich am Stream bin. Apposeption. Aboception, ja. So, ein gutes Stück müssen wir hier aber machen mit dem Dirt, damit die Treppe entsprechend aussieht. Da müssen wir noch ein paar Meter machen. Oder macht ja nichts. Wir haben ja Kapital da. Also, dort. Das klappt WLAN auch ist nicht. Mein scheiße. Inventory Tricks ist komisch. Mal klappt es und mal klappt es nicht. Naja. Wundert dich nicht, wenn ich irgendwann noch weg sein sollte. Mein WLAN gerade irgendwie rumbleibt. Ja. Ziehe ich dich zur Not wieder hier rein. Ich habe einen Black Screen. Ein Black Screen. Ja. Ja, und mir ist gerade der Flash Player abgestürzt. Ist auch gut. Ja, ist total klasse. Ich hab bloß ein schwarzes Bild gerade bei Twitch. Twitch mag ich nicht. Mein Handy. Mobb dich. Ja, reicht aber zwei breit. Es kommt auch Breiter mal muss der Werbung echt hier, sein. also Schwangerei. Ja, ich bin leider noch kein Twitch-Partner. Irgendwie. Es liegt ja nicht an mir, es liegt ja an Twitch, die wollen mich nicht. Die haben die Frage, willst du mein Partner sein, noch nicht gestellt. Aber ich verstehe dich gerade, die Werbung ist zu laut. Werbung ist vorbei. Sagte, das liegt ja nicht an mir. Die haben die Frage ja noch nicht gestellt, ob ich Partner sein möchte. Ja. Guti, dann haben wir das und da hinten sehe ich, gibt es ein bisschen Kies. Den mopse ich mir mal. Ah, hier direkt aus dem Boden raus. Das ist natürlich auch eine Maßnahme. Den See werde ich nämlich lassen, den finde ich total praktisch hier vor der Haustür. Sieht schick aus. Nö, mein Twitch funktioniert nicht mehr. Ja, wir haben es kaputt gekriegt. Schlimm, schlimm, schlimm. So, noch ein bisschen Kies, ein bisschen Flint. Kann man nämlich gleich nochmal ein paar Wege ziehen. Nämlich rüber zur Gipser Trommel und Co. Extra die Treppe dafür einen Meter nach vorne gezogen. Schon viel schöner.
Oh, um einen Block verzählt. Oh, macht ja nichts. Ganz schnell nachgebessert, hat keiner gesehen. Und auch nicht gehört. Gut, dann haben wir da ja schon mal einen Anfang. Eine halbe Straße rüber zur Bank und zur Trommel, und auf der anderen Seite, da wird dann geterraformt und da kommt das Wohnviertel hin. Das auch? Ja, geht auf, zur Not machen wir die Seite hier noch wieder breiter. Da ist wieder ein Gang mitten nach unten. Naja. Der es gegraben hat, wird sich da hoffentlich was bei gedacht haben. Zur Not wird's zugemacht. Da bin ich eiskalt. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann sinnlos in die Gegend gegrabene Tunnel nach unten. So. Ja, unter der Capital habe ich einen Zugang zu einem großen Minensystem. Das kann man ja nutzen, das muss man ja nicht vor der Capital wieder einen Tunnel nach unten graben. Ach, einfach ein Loch gerade nach unten kommen. Auch die machen Spaß, ja. Der langweiligste Teil an Minecraft wieder, Terraforming. Ja, das auf jeden Fall. Und danach kommt dann eigentlich auch schon auf der Skala, ja, Farming, oder? Cool. Naja, kommt drauf an, wo man farmen gehen kann. Also eine Cave erforschen macht dann wiederum Spaß. Ja. Ja, aber auch immer das Ganze mit den hier, die ganzen Ressourcen gesammelt für die ganze Rüstung und alles. Oh, stressig. Ja, das geht dann auch wieder los. Aber es ist einfacher auf diesem Server. Weil die ganzen normalen Tiere halt auftauchen, die spawnen. Alles, was man so braucht, auch Slimes spawnen, das heißt, man kommt da schneller ran. Man kommt auf jeden Fall ran an die Sachen, die man braucht für das Tungstensschwert. Genau. Das ist so lange gedauert, muss alles zusammen hatten damals. Sagen, da habe ich ja bestimmt jetzt gerade ein gutes Stück für die Katz gearbeitet. Ah, Lecks sind echt doof. Geben wir dem Server noch mal einen Moment, sich zu erholen von dem Ganzen. Dass ich hier langlaufen kann. Nein, kann ich nicht. Oh, Mann. Kann da nicht langlaufen, weil der Server meint, da sind noch Blöcke, obwohl ich die schon abgetragen habe. Gut, dann warten wir einen Moment ab, dann müsste er das halt gleich irgendwann wieder hinladen, ansonsten muss ich halt einmal neu auf den Server connecten. Oh. Damit ich die nicht abgebauten Blöcke noch sehen kann.
Na, Mensch, die Trommel ist zu 90% fertig. Kann ich ja gleich Cobblestone loswerden. Das ist na. toll. Sowas ist herrlich. Dann läuft die Maschine hier wenigstens rund und wir können ordentlich Geld machen und die restlichen Sachen erforschen. Das ist ja das Wichtige hier, das ganze Geld. Ja, ohne kommst du in Civkraft ja nicht weit. Mit Geld sind einem die Mittel hier ja ziemlich beschränkt. Ich habe immer noch keine neue Tastatur gekauft. Hast du noch nicht oder hast du doch? Das habe ich gerade nicht so verstanden. Nee, habe ich noch nie. Hast noch nicht. Aber ich habe die andere Tastatur gefunden, die ich letztens gesucht habe. Die lag hinter meinem Fernseher. Super Versteck. So stehe ich eigentlich jeden Tag daneben. Ja, in Minecraft kann man Welten versetzen, vor allem mit Dreck. Dann haben wir jetzt auch die nächsten zwei Chunks fertig bekommen. Yippie, die Trommel ist fertig. Sogar nur in einer halben Stunde, na klar. 500 Hammers haben wir gebraucht und 1000 hatten wir. Das ist eine halbe Stunde Bauzeit. Ganz klar. Wer rechnen kann, ist da klar im Vorteil. Ja, und die Trommel rüttelt jetzt den Cobblestone durch, macht da draus Kies und Goldbarren, Eisenbarren, Diamanten, mit Glück auch mal ein Smaragd. Die kann gehen. Genau. Und die kommen dann in die Bank, genau. Werden dort dann verkauft. Deposit, da kommt das Zeug rein. Und auf der anderen Seite müsste Withdraw dran stehen, da kommt das dann wieder raus. Hier steht noch eine Kuh zwischen. Jetzt nicht mehr. Genau, und auf der anderen Seite kommen Iron Ingots, Kies, Gold, Diamanten und halt mal Smaragd raus. Gut, das lassen wir erstmal arbeiten. Da räumen wir auch noch ein bisschen mehr Cobblestone rein. Wir haben davon ja so viel. Wir haben vorgearbeitet. Wir haben anderthalb Doppelkisten voll. Warum nicht? Ist aber auch nicht so viel wie hier auf dem anderen Server. Ne, da hatten wir sonst mehr, aber da waren wir ja auch mit mehr Leuten am Bauen und Spielen. Da war ja wirklich viel drauf los dann. So, dann müssen wir hier nochmal rein. Da oben ist Hühnchen und da ist Rind. So, just for fun, so ein bisschen Deko-Krams einräumen hier. Steigt sowieso später keiner mehr durchs Lager durch. Hauptsache, irgendwo ist was drin. Quatsch, ich brauch gar nicht rausrennen. So.
füttern wir die Trommel. Und als nächste Forschung kommt dann Agrikultur hinterher. Dann können wir nämlich auch die ersten Felder bauen. Was machst du denn da bei dir im Hintergrund? Das klingt ja merkwürdig. Das ist ein Flugzeug. Ah, ja. Ja. Das ist gerade weggeflogen, das Flugzeug. Ich wohne nämlich in der Einflugschneise vom Flughafen. Ah, dann hast das ja so gut wie ich. Ja, aber mir stört das nicht mehr wirklich. Also ich höre das ja kaum noch. Ich sag jetzt zu Dame im Kumpel und der so, ach guck mal, da kommt ein Flugzeug. Ich so, was für ein Flugzeug? Das gar nicht mehr gehört. Ist bei uns doch nicht anders hier, wenn die Lufthansa angedüst kommt. Höre ich auch kaum noch. Mich kann ich daran erinnern, dass die Trommel so klein gewesen ist. Naja. Könnte daran liegen, dass ich sonst immer mit Templates gebaut habe. Da waren das dann größere Gebäude. Gut. Wir brauchen wieder Werkzeug und dann geht's weiter mit Terraform. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ne, die Resident Perks funktionieren immer noch nicht. Oder schon wieder nicht, das kann man hier betrachten, wie man möchte. Ich hätte den Moment der Zeit nutzen sollen, wo sie funktioniert haben, um mir welche zu sichern. Gott, ich brauche hier erstmal nur Schaufeln. Erstmal wird nur Erde weggenommen. Tja, so ist das. Also nachdem wir jetzt die Trommel haben, arbeiten wir uns auf. Die nächsten 5000 Coins hin, um das Farming zu forschen. Damit wir uns wieder ein bisschen Essen produzieren können und anschließend dafür sorgen können, dass wir auch Häuser bauen können, wo dann virtuelle Menschen drin wohnen, virtuelle Einwohner der Stadt, und diese produzieren dann Geld für uns. Also ein bisschen unabhängig von der Trommel, haben aber trotzdem den Vorteil der Geldgewinnung nebendran. Das ist schon ganz cool, so ist es nicht. Vibrierst. Ja, tut mir leid.